Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP2. Selten hat im Bildungsministerium ein Buch so viel Aufregung und Ärger ausgelöst. Schularbeit. Die ehemalige Lehrerin Susanne Wiesinger kritisiert in ihrem neuen Buch die Parteipolitik in den Schulen und legt ihren Abschlussbericht als Ombudsfrau vor. Auf Kickls Spuren. Der neue ÖVP-Innenminister Karl Nehammer soll FPÖ-Sympathisanten bei der Volkspartei halten, mit Sicherungshaft und strenger Asylpolitik. Der neue Innenminister ist heute live im Studio. Der traurige Prinz. So haben sich das Prinz Harry und seine Frau Meghan wohl nicht vorgestellt, als sie im Königshaus auf Teilzeit umstellen wollten. Vor einem Jahr war Bildungsminister Fassmann noch sehr begeistert von der ehemaligen Lehrerin Susanne Wiesinger und ihrem Bestseller über den Einfluss des Islam in den heimischen Schulen und hat sie als neue Ombudsfrau für Wertefragen in seinem Ministerium vorgestellt. Jetzt hat Frau Wiesinger wieder ein Buch geschrieben über den Einfluss der Parteien in den Schulen, das heute erschienen ist. Darüber war Bildungsminister Fassmann deutlich weniger begeistert und hat die Autorin im Ministerium freigestellt. Aber kurz vor ihrer Abberufung hat Susanne Wiesinger noch ihren ersten Tätigkeitsbericht als Ombudsfrau abgeliefert. Regina Pöll hat ihn gelesen. Bildungspolitik in Österreich. Manchmal sind es eben zwei Welten. Bildungsminister Heinz Fassmann trennt sich von seiner Ombudsfrau für Wertefragen und Kulturkonflikte ausgerechnet. Susanne Wiesinger muss gehen. Auslöser ist ihr neues Buch Machtkampf im Ministerium mit heftiger Kritik an politischen Einflüssen im Kabinett. Das Buch ist während ihrer Arbeit als Ombudsfrau entstanden. Das geht Fassmann zu weit. Die Inhalte wolle er aber genau prüfen. Auch die parteipolitischen Einwände selbstverständlich. Wir müssen überlegen, Wiesinger spricht beispielsweise Bestellungsvorgänge bei Direktoren und Direktorinnen an. Wir müssen den Weg der Objektivierung von Qualifikationen und Leistungen bei der Direktorenbestellung weitergehen. Vor dem Insiderbuch hat es schon einen Zwischenbericht der Ombudsstelle gegeben, diesen im Auftrag des Ministers. Das Ministerium hat den Bericht heute öffentlich gemacht. Und darin heißt es etwa zum Thema Diskriminierung, beginnend mit dem Zitat einer Lehrerin. Oft wird man als Lehrerin sofort als Rassistin abgestempelt, auch wenn man die Noten ganz objektiv vergibt. Die umgekehrte Form der Diskriminierung, nämlich jene der Lehrerinnen durch Schülerinnen, wird meist aus Scham nicht besprochen. Auch der Einfluss von Religionen ist ein Schwerpunktthema. Eine Direktorin aus Vorarlberg klagt, dass an ihrer Schule Lehrerinnen vermehrt an sie herangetreten seien, weil Schülerinnen sich im Biologieunterricht weigerten, nackte Körper anzusehen und daher diese Seiten aus dem Buch gerissen wurden. Wiesinger warnt vor allem vor dem Einfluss des konservativen Islam in ihrem Buch noch mehr als im Bericht der Ombudsstelle. Der Wiener Schuldirektor Niki Glattauer, selbst Autor, nennt das ein Randthema. Man muss, jetzt sage ich noch einmal, die Eier haben, sich dagegen zu wehren. Vielleicht habe ich es leichter, weil ich ein Mann bin, das mag sein, aber ich habe damit nie ein Problem gehabt. Und wenn ein Schüler gesagt hat, er will aber, dass dieses mit einem Kopftuch und das ist eine Hure und so weiter, sage ich, bist du deppert? Und das ist lösbar. Das ist lösbar. Und auch die durch Gespräche. Durch Gespräche, natürlich auch durch Hartnäckigkeit, durch Konsequenz. Aber man soll nicht so tun, als wären wir jetzt bedroht von der islamischen Gefahr. Oder das ist ein Blödsinn. Bei schweren Fällen brauche es aber die Hilfe der Behörden, sagt Glattauer. Insgesamt mehr Psychologen, mehr Lehrer und kleinere Klassen. Nur bestimmen darüber viel zu oft die Parteien ÖVP und SPÖ. Hier stimmt Niki Glattauer mit Wiesinger überein. Man kann gar nicht sagen, dass die eine Partei mehr oder weniger, die teilen sich das einfach auf. Das ist schlecht. Auch bei der Ressourcenweitergabe. Also der Lehrer, jetzt rede ich vom Land, damit wir ein bisschen aus Wien rauskommen, der Direktor, der den Bürgermeister kennt, kriegt plötzlich mehr Geld für seine Schule, wenn er von der gleichen Farbe ist. Und solche, da kenne ich viele Beispiele, das darf nicht passieren. Die Ombudsstelle im Ministerium soll weiter bestehen, aber ohne Wiesinger. Erst vor einem Jahr hat Fassmann sie geholt, nach ihrem ersten Buch Kulturkampf im Klassenzimmer. Davor war sie Lehrerin an einer neuen Mittelschule in Wien. Ob sie dorthin zurückkehrt, will die Wiener Bildungsdirektion erst nach Gesprächen mit dem Ministerium entscheiden. Sie sei kein Maulwurf gewesen und auch nicht illoyal, sagt Wiesinger heute ihren Kritikern. Solche Bilder dürfte es aber so schnell nicht mehr geben.
Am Landesgericht Feldkirch hat heute ein Mordprozess gegen jenen türkischen Asylwerber begonnen, der letztes Jahr in der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn einen Amtsleiter erstochen hat. Der Angeklagte gibt die Tat selbst zu, bestreitet aber, dass er sie geplant hätte. Für den damaligen Innenminister Kickl war der brutale Angriff Anlass, die Einführung einer sogenannten Sicherungshaft zu fordern und potenziell gefährliche Asylwerber schon auf Verdacht einzusperren. Jetzt findet sich die hochumstrittene Präventivhaft auch im Programm der türkis-grünen Koalition. Und umsetzen soll sie der neue Innenminister Karl Nehammer, der bisherige ÖVP-Generalsekretär, der auch sonst einiges von seinem Vorgänger Kickl geerbt hat. 750 Tage. So lange gab es keinen ÖVP-Innenminister. Fast zehnmal so lange regierten davor ausschließlich Schwarze im Palais Modena in der Wiener Herrengasse. Auf Ernst Strasser, der das Ressort von der SPÖ im Jahr 2000 übernommen hat, folgen Lise Prokop, Günther Platter, Maria Fekta, Johanna Mikl-Leitner und Wolfgang Sobotka. 2017 übernimmt für 1,5 Jahre mit Herbert Kickl erstmals ein FPÖ-Minister das Ressort. Eckhard Ratz und Wolfgang Peschorn führen das Ressort übergangsmäßig, bis nun mit Karl Nehammer wieder ein ÖVP-Minister das Haus übernimmt. Sein Vorgänger findet wenig überraschend wenig Gutes an seinem Nachfolger. Im Zuge des letzten BVD-Untersuchungsausschusses gerade erst begonnen haben, das alles aufzudecken, dass die weiter ihr Unwesen dort treiben können, so wie sie es 17 lange Jahre getan haben. Nehammer kommt aus dem ÖAAB, dem ÖVP-Arbeitnehmerbund, und ist Mitglied des Mittelschülerkartellverbands. Mars, wie er dort heißt, war 2007 bei einer Tagung des Vereins Pro Patria im Parlament, der später auch Thema im BVT-U-Ausschuss war, wie Akten zeigen, die der ZIP-2 vorliegen. Der Verein Pro Patria ist eine Verbindung von Kartellverbandsmitgliedern, die Wahlkampf für die ÖVP gemacht haben. Finanzminister Blümel war kurzzeitig Kassier des Vereins. Nehammer kommt aber eigentlich aus dem Bundesheer, war Berufssoldat und wurde Leutnant, kam über die niederösterreichische ÖVP und wurde später Wahlkampfmanager der erfolglosen Präsidentschaftskampagne von Andreas Kohl. Nun übernimmt Nehammer ein Ministerium mit einigen Problembereichen. Da wäre etwa das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, kurz BVT, das nach den Ereignissen der letzten Jahre international in der Kritik steht und Vertrauen wieder aufbauen muss. Ich glaube, auch die ÖVP hat gemerkt, dass hier eine Reform nötig ist, weil das BVT für die Sicherheit im Lande sehr, sehr wichtig ist als Institution. Ich erwarte mir nur auch, dass das Parlament seriös eingebunden wird. Und wenn ich im Regierungsprogramm lese, dass man eigentlich schon weiß, was für eine Reform man will, im Parlament wir Abgeordnete, die dafür zuständig sind, aber noch nicht einmal wissen, wo die Defizite herrschen, dann ist es kein Diskutieren auf Augenhöhe mit dem Parlament. Außerdem wünschen sich Nehammer und die ÖVP eine präventive Haft für Asylwerber. Anlass: der Mord am Sozialamtsleiter der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn vor einem Jahr. Gegen den mutmaßlichen Täter begann heute der Prozess, der schon am Mittwoch zu Ende gehen könnte. Etwas länger könnte es dauern, den grünen Koalitionspartner von einer verfassungskonformen Einführung einer Haft ohne Straftat zu überzeugen. Und der neue Innenminister ist jetzt zu Gast bei uns im Studio. Danke fürs Kommen. Guten Abend. Herr Innenminister, das Ministerium, das Sie jetzt leiten, wurde 18 Jahre lang schon von der ÖVP geführt und nach der Amtszeit von Herbert Kickl wurde vielfach vorgeschlagen, doch weiterhin einen parteifreien Minister wie Wolfgang Peschorn einzusetzen. Stattdessen kommen jetzt Sie, der ehemalige ÖAAB und ÖVP-Generalsekretär aus Niederösterreich, mehr schwarz-türkiser Parteisoldat geht quasi nimmer. Wer soll Ihnen glauben, dass Sie die Parteibuchwirtschaft und die schwarzen Netzwerke im Innenministerium abstellen werden? Also zum einen, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich sehr klar und konsequent handle. Das ist auch die Aufgabe im Innenministerium. Wir haben immer gesagt, wir wollen klar gegen die illegale Migration kämpfen. Wir müssen den Extremismus, sei es links oder rechts, bekämpfen. Das steht auch im Regierungsprogramm, den politischen Islam. Und wir stehen für die Sicherheitsoffensive. Jeder, der mich kennt, weiß aber auch, dass ich nicht auf die politische Farbe schaue, wenn ich etwas zur Umsetzung bringe. Und das Innenministerium ist ein sehr besonderes Ministerium. Sie wissen, die Polizistinnen und Polizisten schützen die Grund- und Freiheitsrechte. Und auf der anderen Seite überträgt die Verfassung das Gewaltmonopol. Das heißt, hier braucht es
ein großes Maß an Sensibilität. Und da bin ich überzeugt, dass ich dieses Amt mit Freude auch angehen kann. Ich frage Sie nach schwarzen Netzwerken. Sie antworten mit illegaler Migration und politischem Islam. Jetzt trotzdem, alle Sektionschefs, die im Innenministerium zurzeit arbeiten, auch ihr neuer Generalsekretär, waren früher Mitarbeiter von ÖVP-Innenministern in deren Büros. Dass das Innenministerium seit 2 Jahrzehnten schwarz durchgefärbt wurde, ist kaum zu bestreiten. Sie werden das anders machen? Also interessant ist einmal, dass im BVD-Untersuchungsausschuss sogar der Verfahrensrichter festgestellt hat, dass es keine Anzeichen von diesen ominösen schwarzen Netzwerken gibt. Und genau das hat er nicht festgestellt. Das hat er Zusammenhang in dem Verfahren auch genau einmal gesagt. Das hat er nicht festgestellt. Er hat geschrieben, es gibt nachlesen. Nicht, ja, ich habe es nachgelesen. Ja. Natürlich, es gibt nicht das eine große schwarze Netzwerk, das die ÖVP allgemein umfasst, schreibt er. Allerdings wörtlich zeichnen die Feststellungen ein Gesamtbild, das für ein Netzwerk zwischen bestimmten ÖVP-nahen Personen in und um das BVD spricht. Also für mich ist interessant, dass er so der Herbert Kickl-Spin ist, der da jetzt immer wieder durchkommt. Das war der Verfahrensrichter. Ich habe jetzt für mich in der Zeit, in der ich jetzt im Innenministerium bin, das sind knapp 2 Wochen, herausragende Beamtinnen und Beamte kennengelernt, die mit großer Freude und Tatenkraft und der Verantwortung, der sie sich bewusst sind, für dieses Amt arbeiten. Und ich vertraue ihnen. Und ich habe Ihnen schon gesagt, wenn es um zukünftige Personalbesetzungen geht, klar ist, die Qualifikation muss da sein, die Leidenschaft für das, was man tut. Aber es ist völlig unerheblich, aus welcher Partei man kommt. Jetzt sind Sie ja der Mann, der als Sicherheitsminister der ÖVP die ehemaligen FPÖ-Wähler für die Volkspartei bei der Stange halten soll. Nur 2, 3 Kleinigkeiten oder Fragen, an denen man das vielleicht festmachen kann. Wie wird sich denn Ihre Politik von Herrn Kickl unterscheiden? Er hat zum Beispiel im Erstaufnahmezentrum Dreiskirchen dieses berüchtigte Schild Ausreisezentrum anschrauben lassen. Das hat dann kurzzeit Übergangsminister Ratz wieder abnehmen lassen. Hätten Sie das auch gemacht, wenn die Schilder jetzt noch da wären? Ich bin kein Freund der Inszenierung. Vor allem nicht im Innenministerium. Vorher schon angesprochen, wir haben da sehr, sehr sensible Themen. Wichtig ist, was wir tun wollen. Wir haben im Koalition... Die Frage war, wenn diese Schilder noch da wären, Ausreisezentrum mit Dreiskirchen. Nein, das ist klar zu beantworten. Nein, ich würde sie nicht wieder aufschrauben und ich würde sie auch abschrauben. Aber ich finde, das Schild ist nicht entscheidend, sondern das, was drinnen passiert in dem Gebäude. Und wir stehen dafür, dass wir auch im Regierungsprogramm, lassen Sie mich das kurz ausführen, im Regierungsprogramm festgehalten haben, wir wollen das grenznahe Asylverfahren weiterentwickeln, wir die Rückkehrverfahrenszentren weiterentwickeln. Zu dem kommen wir noch. Und ich glaube, da, das sind schon die wesentlichen Inhalte. Herbert Kickl war ein Freund der Inszenierung und die Inhalt lehne ich kommen. Dann ab. Jetzt war ja Herr Kickl nicht ganz allein Innenminister, er war ja in einer Regierung mit der ÖVP und er hat in seinen letzten Tagen auch noch eine Verordnung gemacht, dass Asylwerber nur 1,50 Euro für eine Arbeitsstunde kriegen sollen. Auch die hat der parteifreie Innenminister zurückgenommen. Werden Sie die wieder einführen? Nein, daran ist jetzt nicht gedacht. Das, was wir vorhaben, ist, uns den tatsächlichen Herausforderungen zu widmen. Wir müssen schauen, dass wir, so wie ich vorher angesprochen habe, die illegale Migration, vor allem da die Schlepperei und den Menschenhandel bekämpfen. Das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Darauf haben wir uns auch mit den Grünen verständigt. Wir müssen schauen, dass wir schnellere, effizientere Asylverfahren machen. Und wir wollen eben das Asylverfahren neu gestalten, indem wir grenznahe Asylverfahren ermöglichen. Wie sollte das eigentlich konkret ablaufen? Diese grenznahen Asylzentren stehen im Regierungsprogramm. Heißt das, dass künftig jeder, der in Österreich einen Asylantrag stellt, das nur mehr in einem Asyllager oder einem Aufnahmelager nahe der Grenze machen kann, dann dort bleiben muss während des gesamten Verfahrens? Was war besonders also von 2015 an die Herausforderung? Na, was dass machen man Sie jetzt? Die Menschen sehr rasch feststellen musste, haben sie eine Bleibeberechtigung oder Bleibewahrscheinlichkeit oder nicht? Was passiert mit ihnen in weiterer Folge? Das können grenznahe Asylverfahren schneller abklären. Ich habe die Polizei, das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl in einem Gebäude. Man kann sehr rasch feststellen, auch ob es ein Dublin-Fall ist, kann rasch zurückstehen. Das heißt, man schafft viel mehr Klarheit und auch Rechtssicherheit im Asylverfahren und für die Betroffenen. Wie passiert das konkret? Bauen Sie nahe der Grenze jetzt Aufnahmelager, in denen die Asylwerber bis zum Ende ihres Verfahrens bleiben müssen? Also im Regierungsprogramm haben wir uns vorgenommen, das zeitnah umzusetzen. Das heißt, jetzt wird einmal geschaut, wo kann das sein? Ja, es muss grenznahe sein. Das heißt, dort an den besonderen betroffenen Grenzübergängen. Jetzt muss man mal schauen, wo gibt es geeignete Möglichkeiten, das auch umzusetzen. Aber das Projekt beginnt erst jetzt zu laufen. Ich habe den Generalsekretär beauftragt, die Umsetzungsmöglichkeiten zu prüfen. Und das beginnt gerade jetzt. Aber dort sollen die Asylwerber dann bleiben, bis ihr Verfahren entschieden ist? Das Ziel wäre, dass sie dort mit einer Wohnsitzauflage versehen sind. Das heißt also, dass sie dann dort das Verfahren erster Instanz gleich abwickeln kann, im grenznahen Asylverfahren. Wenn es möglich ist, durch mobile Einheiten sozusagen des Bundesverwaltungsgerichts auch die zweite Instanz, um rasch zu einer Entscheidung kommen, kann derjenige dann bleiben oder muss er das Land verlassen. Und dann müssen wir auch konsequent für die Abschiebung sorgen. Wie viele solche Zentren wollen Sie bauen?
Jetzt ist einmal unser Ziel, eines relativ rasch umzusetzen und dann an den Grenzen, das sind wir gerade beim Beurteilen, wo es jetzt am geeignetsten ist, der Standort. Es soll eben möglichst grenznah sein und dort sein, wo tatsächlich Grenzübertritte passieren. Also das heißt natürlich, der Grenzbereich zu Ungarn, der Grenzbereich zu Slowenien, der bietet sich dort an Italien. An sich können Sie einem Asylwerber, der nichts angestellt hat, ja nicht vorschreiben, dass er dieses Lager nicht verlassen darf. Nein, das geht aber mit einer Wohnsitzauflage sehr wohl. Ich kann sagen, solange das Verfahren läuft, bleib hier in der Umgebung des Asylzentrums. Nein, in dem Bezirk, aber nicht in dem Asylzentrum selber. Nein, aber ich kann es regional eingrenzen. Das ist einmal schon eine wesentliche Maßnahme, damit man verhindert, dass das Verfahren sich dadurch auch verzögert oder verkompliziert, weil man denjenigen nicht rechtzeitig erreicht. Und Ihr vorerst umstrittenstes Projekt wird diese sogenannte Sicherungshaft, also dass man auch mutmaßlich gefährliche Menschen auf Verdacht einsperren kann. Jetzt der Fall in Dornberg, der Anlass dafür war. Was hätte das da konkret gebracht? Weswegen konkret hätte man diesen Mann vor diesem Messerangriff eingesperrt? Zunächst, da möchte ich nur noch einen Schritt zurückgehen, weil das auch ein ganz sensibles Thema war bei den Koalitionsverhandlungen. Wir haben eine Gesetzeslücke festgestellt. Wenn die Tatbestandsmerkmale nicht erfüllt sind, der Untersuchungshaft, das heißt also Fluchtgefahr, Tatbegehungsgefahr, Verdunkelungsgefahr, aber auch nicht die Tatbestandselemente des Schubhaftsystems greifen würden, das ist auch Fluchtgefahr und eine zeitnahe Abschiebung, dann haben wir derzeit keine Möglichkeit, eine besonders gefährliche Person festzunehmen und damit aber auch potenzielle Opfer zu schützen. Das bestreiten Juristen ja. Die sagen, das geht schon derzeit durch eine Änderung des Fremdenpolizeigesetzes im Jahr 2018. Da streiten Sie jetzt drüber. Aber trotzdem, der konkrete Fall. Was hätte sich da geändert? Was hat der Mann getan vor dem Messerangriff, deswegen Sie ihn einsperren hätten können? Ja, die Geschichte ist ja besonders dramatisch. Das ist zunächst einmal ein türkischer Staatsbürger, der in Österreich geboren worden ist, danach ja schon hier Straftaten begangen hat, sogar im Gefängnis saß, dann ausgewiesen worden ist aus dem Land, illegal eingereist worden ist, freiwillig zur Polizei gegangen ist und dort Asyl gesagt hat. All diese Umstände, deswegen auch, warum ich Sie jetzt so genau erkläre, ist, weil das wichtig ist für den gesamten Fall, all diese Umstände haben dazu geführt, dass alle Möglichkeiten, ihn festzunehmen, nicht greifen. Warum? Er hat gefährliche Drohungen ausgesprochen. Erinnern Sie sich an den ganzen dramatischen Fall. Er ist immer wieder aufgefallen. Laut den Berichten, die ich habe, schon. Und daher wäre es dann notwendig gewesen, durch seine potenzielle Gefährlichkeit ihn festzunehmen. Aber der Mann war ja die letzten 10 Jahre gar nicht in Österreich und hat in den paar Wochen, die er da war, offenbar keine gefährlichen Drohungen ausgestoßen, sondern ist dann in das Amt marschiert und hat dramatischerweise den Amtsleiter umgebracht. Ja, er ist vorher nicht weiter aufgefallen. Aber immer wieder in den Ämtern, wo er aufgeschlagen ist, hat er immer wieder den Bediensteten gedroht. Und da hätte man schon aktiv werden müssen, gerade wenn man seine Geschichte kennt. Das Problem ist, wenn ich die 3 Tatbestandselemente nicht erfüllt habe für die Untersuchungshaft, dann kann ich ihn auch nicht festnehmen. Er hat ja angegeben damals in seinem Asylverfahren, dass er jemanden getötet hat im Syrienkrieg, aber das war zu unbestimmt, deswegen konnten die Polizisten auch da nicht sozusagen die Festnahme aussprechen. Und dann ist es eine unglückliche Verkettung von den Umständen dazu gekommen und wir haben ein Opfer zu beklagen. Und deswegen gilt es da einzuschreiten. Und da sagen jetzt ganz viele Juristen, man hätte ihn in Schubhaft nehmen können, werden wir jetzt hier nicht klären. Nein, aber, kann man nicht, weil nochmals, ich habe es Ihnen gesagt, die Tatbestände für Schubhaft sind Fluchtgefahr. Fluchtgefahr war nicht gegeben, weil er sich ja selbstständig bei der Polizei gemeldet hat und Asyl gebeten hat. Das Asylverfahren hemmt dann das Schubhaftverfahren oder unmittelbar abzuschieben wäre. Und auch das ist nicht gewährleistet, weil das Asylverfahren noch nicht zu Ende ist. Da muss man sich den Fall schon genau anschauen. Ich lese Ihnen ungern das Fremdenpolizeigesetz vor. Ja. Oder sofern der Aufenthalt des Fremden die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet. § 78 Fremdenpolizeigesetz 2018 eingeführt. Sagen Juristen, das hätte dafür gereicht. Aber das ist gar nicht meine Frage. Meine Frage ist, soll diese Präventiv eigentlich für alle gelten, also auch für Hooligans oder für prügelnde Ehemänner, die ihre Ehefrauen bedrohen? Na, Herr Wolf, ich möchte da noch einmal korrigieren. Wir haben beide, nämlich Grüne als auch die Neue Volkspartei, in der Koalitionsverhandlung festgestellt, dass es hier eine Gesetzeslücke gibt. Jetzt ist das Innenministerium und das Justizministerium, sprich die Expertinnen und Experten aus beiden Häusern, daran, eine Lösung zu finden, die das rechtskonform, verfassungskonform schließt. Und ja, es soll in erster Linie für Asylwerber gelten, weil die Rechtsgrundlage, die es uns ermöglicht, ist einerseits die EU-Aufnahmerichtlinie und auf der anderen Seite der Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist Teil der österreichischen Bundesverfassung. Und daher haben wir da schon einen Weg vorgezeichnet, wie wir die Sicherungshaft vornehmen können. Aber wenn jetzt ein Mann seine Ehefrau bedroht und letztlich umbringt, ist das auch ein sehr beklagenswertes Opfer. Das ist weniger schlimm, als wenn es ein Asylwerber macht. Warum gilt das nicht für Inländer auch? Die totale Sicherheit wird es nie geben. Aber wir haben jetzt eine Lücke erkannt, die wir schließen können, weil es eben die EU-Aufnahmerichtlinie ermöglicht, gleichzeitig auch der Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention.
für Asylwerber. Daher widmen wir uns jetzt diesem Themenfeld und versuchen mal da die Lücke zu schließen. Herr Innenminister, vielen Dank für den Besuch im Studio. Danke für die Einladung. Und wir wechseln damit ins Ausland. Das ist ein mysteriöser Fall, der sich in den letzten Jahren auf einem abgelegenen Bauernhof in den Niederlanden abgespielt haben soll. Ein heute 67-jähriger Mann soll dort jahrelang seine Kinder festgehalten und missbraucht haben. Aber auch zwei Österreicher sind in den Fall verwickelt. Einer als mögliches Opfer und einer als mutmaßlicher Komplize. Doch auch nach 3 Monaten sind noch die meisten Fragen offen. Morgen findet in den Niederlanden die erste polizeiliche Anhörung statt, wie Veronika Filitz von dort berichtet. Der Bauernhof in Reinerwold. Längst ist der Schauplatz eines Buches, das zwei niederländische Boulevardjournalisten geschrieben haben und rechtzeitig zur Anhörung veröffentlichen. Sie meinen, die gesamte Geschichte zu kennen. Sie erfuhren dort echt als ein Die Kinder haben den Bauernhof als Paradies voller Liebe und Schutz erfahren, in einer Wüste von bösen Geistern und Gefahren. Stein von Gefahren, böse Geister und Unreinheit. Woher er das weiß, unklar. Denn auch nach 3 Monaten Ermittlungsarbeit sind für die niederländischen Behörden viele Fragen offen. Rund um die isoliert lebende Familie, den niederländischen Vater und den Österreicher. Gegen die beiden Männer wird wegen Geldwäsche, Freiheitsberaubung und Misshandlung ermittelt. Am Gericht für Nordholland in Assen findet morgen in dem Fall die erste öffentliche Anhörung statt. Das niederländische Justizsystem sieht das so vor. Auch wenn die Ermittlungen der Behörden noch nicht abgeschlossen sind, werden die Beschuldigten öffentlich angehört. Und weil der Fall mysteriös ist und ja auch in Richtung einer möglichen Sektenzugehörigkeit ermittelt wird, wird hier ein großer Medienandrang erwartet. Der niederländische Vater wird nicht vor Gericht erscheinen. Seit einem Schlaganfall ist er ein Pflegefall, kann sich kaum bewegen und nicht sprechen. Auch für seinen Anwalt schwierig. Wenn er seinem Mandanten Fragen stellt, sind das Ja-Nein-Fragen, die der Vater dann mit Nicken oder Kopfschütteln beantwortet. Und wenn sie ihn zu den Vorwürfen befragen, nickt er oder schüttelt er den Kopf? Ich kann nur sagen, mein Mandant weist alle Anschuldigungen zurück. Die Behörden wollen neue Einvernahmemöglichkeiten ausloten, in Zusammenarbeit mit Experten. Details dazu sollen morgen nach der Anhörung bekannt gegeben werden, bei der beschuldigte Österreicher erwartet wird, der vorab ausrichtet, seit 2014 nicht mehr am Bauernhof gewesen zu sein. Ein Gutachten, wo es um das Verhältnis zum Vater geht und auch um die Zurechnungsfähigkeit, hat sein Anwalt längst beeinsprucht. Viele offene Fragen. Und viel Neuland auch für die niederländische Justiz. Es wird also morgen spannend, welche Einzelheiten die morgige Anhörung hervorbringt, im mysteriösen Fall dieses Bauernhofs von Reinerwold. Und wir berichten in dieser Sendung noch über Prinz Harrys ersten Auftritt nach der de facto Kündigung aus dem britischen Königshaus und über das Handball-EM-Match Österreich-Deutschland heute Abend nach den Kurzmeldungen. 2019 ist die Zahl der Sperren von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe erneut gestiegen. Während die Sperren wegen Versäumnis des Kontrolltermins zurückgingen, erhöhte sich die Zahl der Sanktionen wegen Verweigerung einer Arbeitsaufnahme oder Schulungsmaßnahme um rund ein Drittel. Die chinesische Regierung hat bestätigt, dass die neuartige Lungenkrankheit, das Coronavirus, auch von Mensch zu Mensch übertragen wird. Bis jetzt sind 3 Menschen daran gestorben. Die Anzahl der Infizierten könnte noch steigen, da Millionen am Wochenende zum chinesischen Neujahr nach Hause fahren. Im US-Bundesstaat Virginia protestieren tausende Waffenbesitzer gegen strengere Waffengesetze. Aus Angst vor gewaltbereiten Rechtsextremen wurde für die Hauptstadt Richmond der Ausnahmezustand erklärt und vor dem Parlament eine waffenfreie Zone eingerichtet. Australien hat mit weiteren Wetterextremen zu kämpfen. Über Teile der Brandgebiete sind Gewitter gezogen, Überschwemmungen und Sturzfluten waren die Folge. In der Hauptstadt Canberra hat ein Hagelsturm massive Schäden verursacht und im Bundesstaat New South Wales wurden heftige Sandstürme gesichtet. Maria Großbauer legt die Organisation des Wiener Opernballs zurück. Mit dem kommenden am 20. Februar hat sie dann insgesamt 4 Bälle organisiert. Großbauer gibt an, sich auf ihre Arbeit im Nationalrat konzentrieren zu wollen. Sie ist Abgeordnete und Kultursprecherin der ÖVP. Das hatten sich Prinz Harry und seine Frau Meghan wohl ziemlich anders vorgestellt, als sie vor 10 Tagen völlig überraschend bekannt gegeben haben, dass sie ihr Leben neu organisieren wollen. Von einem teilweisen Rückzug aus ihren Pflichten als Mitglieder der königlichen Familie war da die Rede. Aber die Queen sieht das anscheinend anders. Teilzeit-Royals
will sie offenbar keine. Die Titel als königliche Hoheiten sind weg, Harrys Uniform ebenso und auch die staatliche Apanage. Er sei sehr traurig, dass es so gekommen ist, hat seine ex-königliche Hoheit jetzt bei seinem ersten öffentlichen Auftritt bekannt. Eva Böcksteiner aus dem getrennten Königreich. Noch geht Prinz Harry seinem Arbeitsalltag als Royal nach, besucht etwa eine Afrika-Konferenz in London oder eine Veranstaltung für junge Menschen mit HIV. Und dabei macht er in einer Rede sehr deutlich, dass er über die Regelung, die seine Großmutter getroffen hat, nicht wirklich glücklich ist. Wir wollten weiterhin für die Queen, den Commonwealth und das Militär tätig sein, aber ohne öffentliche Gelder zu bekommen. Leider war das nicht möglich. Die Queen hat in ihrer Aussendung einen klaren Schnitt festgelegt. Keine Titel mehr, keine Pflichten, kein Geld. Als Grund für den Rückzug von Harry und Meghan wird immer wieder die britische Boulevardpresse genannt. Viele Zeitungen gehen mit den beiden nicht wirklich zaghaft um. Und manche sehen auch sehr untergriffige, rassistische Angriffe darunter. Ich habe die Medienberichterstattung über Meghan und Harry genau auf Negatives untersucht. Eigentlich beschränkt es sich auf ein paar Kommentatoren, aber die abscheulichen und rassistischen Beschimpfungen kommen eigentlich von anonymen Leuten und ein paar Followern auf Twitter, die sie auch leicht blockieren könnten. Die Bevölkerung sieht die Medienberichterstattung über die Royals unterschiedlich. Die Medien haben viel Schaden gemacht. Die Medien haben viel Schaden angerichtet. Sie sind gut im Aufgreifen von Themen und wissen, was die Leute sehen wollen, aber sie beleuchten nicht die Hintergründe. Die Presse sollte zwar mehr Rücksicht auf Privatsphäre nehmen, aber wenn man im Rampenlicht steht, muss man eben mit Medienecho rechnen. Ob der Rückzug wirklich mehr Privatleben bringt, ist fraglich. Auch wenn Prinz Harry und Meghan aus der ersten Reihe der Royals zurücktreten, werden die Boulevardmedien vermutlich jeden weiteren Schritt von ihnen genauestens verfolgen. Die beiden wechseln einfach von der Rolle der königlichen Hoheiten in die der normalen Stars. Die beiden wollen künftig mit ihrem Sohn Archie einen Teil des Jahres in den USA und Kanada verbringen, wo die Medien laut Meghan milder zu ihnen sind. Es hätte ja so eine Art kleines Cordoba werden können in der Wiener Stadthalle heute Abend bei der Handball-Europameisterschaft. Aber letztlich mussten sich die österreichischen Herren gegen die Deutschen mit 22:34 doch klar geschlagen geben. Speziell in der Anfangsphase lassen die Österreicher auf eine Sensation hoffen und halten bis Mitte der ersten Hälfte konstant einen 2-Tore-Vorsprung. In Folge wird der dreifache Weltmeister Deutschland aber immer stärker und dann doch seiner Favoritenrolle gerecht. Am Ende gewinnt Deutschland mit 34:22. Österreich muss damit weiter auf den ersten Pflichtspielsieg gegen den Erzrivalen hoffen. Und wir schauen noch schnell auf die Wetteraussichten. Ein Hoch setzt sich vom Atlantik her im Alpenraum durch. Die großräumige Strömung dreht dabei auf Südost und damit gelangt milde Luft zu uns. Diese Mischung bringt morgen zweigeteiltes Wetter. Im Donauraum, im Osten sowie im Südosten liegt zäher, teils beständiger Nebel. Im Nebel bleibt es kühl. Außerhalb des Nebels ist es strahlend sonnig und mild. In Lagen um 1000 Meter gibt es sogar Werte um 10 Grad. Am Mittwoch lichten sich Frühnebel, später ziehen im Nordosten Wolkenfelder durch. Am Donnerstag kehrt das teils nebelig kühle, teils sonnig milde Wetter dann zurück. Das war für heute die ZIB 2. Jetzt geht's weiter mit dem Kulturmontag, heute präsentiert von Clarissa Stadler. Die neue Frau für Kunst und Kultur ist Ulrike Lunacek. Sie ist heute zu Gast im Studio. Eine Reihe von Baustellen warten auf die Staatssekretärin. Wir befragen sie heute nach ihren Vorstellungen für die Kulturnation Österreich. Auf die Kultur der Region setzt Bad Ischl. Das Salzkammergut wird 2024 ein Jahr lang europäische Kulturhauptstadt sein. Architekt und Kosmopolit, ein Porträt über Boris Potrecker zu seinem 80. Geburtstag. Bis gleich. Das alles jetzt im Kulturmontag und die nächsten aktuellen Nachrichten in der ZIB-Nacht, heute um 2:02 in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.